Ich bin so nervös. Der 11-jährige Miguel kann vor Aufregung seine Hände kaum stillhalten. Denn gleich trifft er seine Schlagerheldin Vanessa Mai auf ein Eis. Abends habe ich ganz gut schlafen können, weil ich wirklich nur davon träumen konnte, jetzt Eis essen zu gehen. War ganz toll. Also ich war aber auch die ganze Zeit aufgeregt. Das Warten hat ein Ende. Sie kommt. Es ist Vanessa Mai, höchstpersönlich. Hallo! Wie kam es zu diesem Treffen? Wir spulen einen knappen Monat zurück. Es ist das SWR-Sommerfestival in Stuttgart. Als Top-Act singt die Schlager-Ikone Vanessa Mai. In der ersten Reihe Miguel. Seit 2 Jahren wünscht er sich schon, mit ihr zu singen. Wir versuchen es einfach mal. Ich vermisse dich so, kennst du den? Und Vanessa lässt seinen Traum wahr werden. Dich dagegen. Und am Ende lachen wir uns. Ich finde, Vanessa ist eine sehr bodenständige und attraktive Sängerin. Auch ihre Lieder gefallen mir so sehr. Also, aber wer ist dieser Miguel, der nicht nur die Massen auf dem Schlossplatz, sondern auch das Internet begeistert hat? Um das herauszufinden, hat ihn SWR 4 zur Moderatorin Sabine Gronau ins Studio eingeladen. Es war so schön und am Anfang konnte man das gar nicht realisieren. Wenn man jetzt auf der Bühne steht und runterguckt, dann wurde einem schon so ein bisschen schwindelig. Und das Märchen geht weiter. Die Moderatorin hat für ihn eine ganz besondere Nachricht. Hey Miguel, ich vermisse dich so. Und genau, deshalb würde ich dich gerne wiedersehen. Und zwar kommenden Samstag. Ich würde dich total gerne auf ein Eis einladen bei mir in meiner Lieblingseisdiele in meiner Heimat. Und dann sehen wir uns wieder und ich freue mich total. Natürlich, so gerne. Und damit sind wir wieder in der Gegenwart. Schön, dich zu sehen. Für Vanessa Mai ist das ihre Lieblingseisdiele in Backnang. Hier gibt es nämlich alles. Um sich mit Miguel ohne Trubel unterhalten zu können, schlendern die beiden durch die ruhigen Seitengassen. Oh, du bist ja wirklich total verstochen. Ich auch. Also. Okay. Ja. Oh je. Nicht auch ganz große? Ich hab's auf Instagram. Wenn Miguel sich nicht gerade mit Stars zum Eisessen trifft, geht er wie andere 11-Jährige in die Schule. Statt wie seine Freunde Fußball zu spielen und Deutschrap zu hören, schaut er sich Konzerte und Interviews seiner Schlagerstars an. Du warst in der Schule und alle haben es mitbekommen, was du gemacht hast. Mhm. Und? Es war unglaublich. Meine Lehrerin hat sogar ein Radio besorgt für das Interview am Mittwoch. Und die Klasse hat zugehört? Ja, also die meisten. Schlagersänger zu werden ist sein großer Traum, auch wenn er sich berühmt sein schwierig vorstellt. Schon jetzt wurde das Video von seinem Auftritt mehr als 8 Millionen Mal geklickt. Leute erkennen ihn sogar auf der Straße. Aber was hat er, was all die anderen Fans von Vanessa Mai nicht haben? Du hast einfach so ein Feeling, was man einfach hat. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Es gibt Dinge, die kannst du nicht lernen. Und das hat Miguel. Ich finde das cool. Das Temperament und die Liebe zu Schlager hat er von seinen Eltern geerbt. Vor 6 Jahren hat er dann angefangen zu singen. Vanessas Lieder kennt er mittlerweile alle auswendig. Ein echter Fan, der natürlich auch nicht mit leeren Händen kommt. Das hier am Schluss. Das muss man hier so. Ja. Und so. Oh, okay. Ach, wie geil. Oh nein, hast du schon Autogrammkarten? Ja. Oh, wie geil ist das denn? Toll. Dankeschön. Mega, mega, mega cool. Hier hänge ich mir. Auch Vanessa hat eine Überraschung für ihn vorbereitet. Ich würde dich gerne mit ins Studio nehmen, mal. Hast du Lust? Ja. Cool. Termin machen wir dann off camera aus. Lust? Cool. Ja. Machen wir. Danke für den Dankeschön. Tag hier. Und ganz viel Erfolg bei deinen Auftritten jetzt, ja? Oh, die rockt das. Und ich dagegen. Oh. Ah, ah, ah.